So Leute, viel Vergnügen. Wir machen weiter hier mit Millennia an einem Sonntagnachmittag auf Twitch. Zeichen auf für YouTube und ich würde doch gerne versuchen, hier vorne bei den Persern ein bisschen Perser-Ärger zu machen. Nein, im Ernst, vielleicht bekommen wir die letzte Stadt. Die Perser haben nur noch eine Region, die wird massiv belagert. Wir versuchen mal, ich weiß, ich kann nicht garantieren, dass es klappt. Wir schicken denen mal eine Nachricht in Persern. Und wir hatten das schon mal ansatzweise ausprobiert. Wir haben im Augenblick offene Grenzen. Normalerweise bei einer Kriegserklärung ist die Reihenfolge offene Grenzen, Neutralität, Neutralität, Feindseligkeit, Feindseligkeit, Krieg. Dazwischen müssen immer 5 Runde liegen. Jetzt probieren wir mal, ob es klappt, mit der Forderung nach Religion wechseln, dass wir das dann sofort machen können. Ob das funktioniert, weiß ich nicht. Dann brauchen wir allerdings ja auch hier links eine Armee, die dort angreift. Und ich würde gerne Folgendes machen. Wir haben 300 Kriegsführungspunkte und wir sind in einem neuen Zeitalter und können jetzt Ambroschützen umwandeln in Musketiere. Durch diesen Upgrade-Button hier. Die sind deutlich kampfstärker als die von uns billig produzierten Ambroschützen. Und so einen Trupp müssten wir dann auch hier vorne haben. Da müssten wir eine Armee jetzt hinschicken. Die Stadtmauern müssten allerdings die Gegner erstmal zerstören. Da kommt man mit Musketen sehr schwer durch. Stadtmauer. Steintürme sind weg. Wehrturm ist fast ganz tot. Stadtmauer wird hier noch angezeigt, als wäre sie noch da. Ist auch nicht aufgelistet. Dann bräuchten wir... Könnerwette läuft. Ihr könnt Bullen-Karma-Punkte investieren. Wie welchen Rang wir bei den Punkten haben, beim Ende des Millennia-Teils des Streams, ungefähr über den Daumen um 10 von 9 heute. Im Augenblick haben wir den 7. Rang von 8 im Spiel. Da könnt ihr eine Wette abschließen. Wir liegen teilweise deutlich zurück und spielen auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Ich gucke mal, ob ich eine gute Armee zusammenstellen kann. Wir bräuchten auf jeden Fall von denen 2. Einen von denen. Die Kavallerie ist auch sehr schlecht gegen Mauern. Ich gehe mal auf Nummer sicher und nehme erstmal, Entschuldigung, falls es nicht klappte, ein paar Pikeniere mit. Immer mal ein Upgrade, geben 25 Kriegspunkte von 300 aus für das Upgrade auf die Musketiere hier. Nein, Musketen ist das Upgrade für die Pikeniere. Super cool. Das ist ja noch besser. Dann gucken, die sind viel kampfstärker. 28 und 39 in der Basis gegenüber einem Pikenier. 28 Angriff, 39 Verteidigung. Und hier hat ein Pikenier. Habe ich gar keine mehr nirgendwo. ...28-39 gegenüber 19-28. Das ist ein Unterschied. Und die Ambroschützen haben... Ja, die sind deutlich, deutlich schwächer. 16-16, die sind schon veraltet. Den gehen wir komplett mit Musketieren rüber. Wenn wir noch einen finden irgendwo. Wo ist denn noch einer für uns? Das sind 2. Einmal hier vorne hin, bitte. 2 dazu. Den Ambroschützen lassen wir gleich zurück. Mhm. So machen wir das. Dann würde ich auch gerne... Ah, das ist das Upgrade nicht für die Ambroschützen, sondern für die Reservisten. Hier vorne an den Grenzen zu den... Inder, da können wir auch noch ein paar Leute verbessern. Einmal hier. Noch einmal Musketier. Hier vorne würde ich das auch gerne machen. Das schreckt auch Feinde potenziell ab. Das wiederum sind die Reservisten, die lassen wir ja. Nehmen wir erstmal raus. Da sollten wir auch viele Punkte generieren. Da sind die ganzen Musketiere, sehr schön. Ja, okay.
Und dann könnten wir, also mehr Upgrades können wir, glaube ich, schon gar nicht mehr machen. Ne? Wir können allerdings mit 31 Punkten Musketen-Pikenier-Einheit alle drei Runden erstellen. Hierdurch die Basiseinheit in dieser Epoche. 13 pro Runde. Dann könnten wir jede Runde auch eine produzieren, wenn wir jetzt nichts mehr zum Upgraden haben. Oder wir produzieren über die Kulturkraft Armee aufstellen. Ein Musketier, einen Armbrustschützen, das finde ich irgendwie übertrieben. Wir wollten in Zeureka reingehen, um die Forschung zu beschleunigen und einen Übertrag haben für die Nächsten. 185 Wissen. Das machen wir jetzt. Worauf die Punkte sich beziehen? Militärstarke Forschung. Ich kenne keinen Schlüssel dafür, das kann ich dir nicht sagen. Forschung ist abgeschlossen. Das ist die Gesellschaft. Leider können wir die Sachen, die ja teilweise stehen, noch nicht bauen. Die Geländemodernisierung, weil die neben den Improvement Points, den Verbesserungspunkten oder stattdessen Spezialistenpunkte brauchen. Die sind neu dazugekommen und die haben wir noch nicht. Deshalb können wir auch das Kaffeehaus noch gar nicht errichten. Das Einkaufszentrum können wir jetzt überall bauen. Wir schalten mal die Vernunft frei, dann können wir Spezialisten rekrutieren. Und wir bauen hier vorne mal das erste Bildungsgebäude, damit wir ein bisschen Bildung haben, um diese anderen Sachen betreiben zu können. Im Museum. Das Museum gibt plus 5. Ja, da braucht man Bedürfnis Bildung. Einmal das Museum bitte. Und da wir genug Modernisierungspunkte haben, hier sind wir in die Forschung gerade gegangen. Wir gehen auch erstmal in die, wir bauen überall einmal ein Museum jetzt. Damit wir über Bildung verfügen. Sollte die Forschungserträge drastisch reduzieren. Jetzt sind es nur noch plus 31. Das ist das, was wir normal produzieren, ohne Tricksereien durch Projekte. Die Schützen machen 3 Schaden gegen Linieneinheiten. Ja, das ist schön, aber meine Sorge ist folgende. Solange wir eine Stadtmauer haben, Supporter-Einheiten, Unterstützungseinheiten und die Fernkampfeinheiten gelten auch als solche, die kommen nicht durch die Stadtmauer durch, die uns im Augenblick angezeigt wird. Deshalb gehe ich mal auf Nummer sicher und nehme erstmal ganz viele Linieneinheiten mit, weil wir sonst die Stadtmauer nicht knacken können. Wir könnten danach noch andere mitnehmen, da habe ich nichts gegen einzuwenden. Können wir mitnehmen. Nur ein bisschen Kavallerie bitte. Ja, das sollte erstmal reichen. Ja, Schützen können durchaus Einheiten töten, aber solange eine Mauer steht, ist der Schaden, den die machen, sehr geringer. Also da muss man schon deutlich überlegen sein. Ziehen ein paar von den Ambo-Schützen auch nach unten hin ab. Lassen das erstmal so. Müssen nach der nächsten Runde mal uns anschauen, ob das für Unruhe sorgt oder nicht. Hier wollten wir, mit dem Händler wollten wir rauffahren und schauen, ob wir eine coole Stadt finden. Hier klappt das nicht, ne? Nee, wir müssen, glaube ich, neben der Hauptstadt stehen. Wir werden gekillt, wenn wir in deren Territorium reinfahren. Wir suchen mal eine Stadt, die direkt an der Küste steht mit dem. Eine Runde weiter. Kriegspunkte haben wir ausgegeben. Erkundungspunkte, da würde ich die nächsten gerne ausgeben für die Gelehrtengesellschaft. Die geht, dann geben wir hier unten mal eine Glocke rein, ein Erinnerungssymbol. Die schaltet dann das hier frei, dieses Gebäude, was auch Bildung produziert.
Dann die Regierungspunkte, die nächsten, die würde ich gerne ausgeben, um die Religion zu boosten. Das können wir jetzt schon machen. Das gibt uns auch Kultur und oder Forschungspunkte Fortschritt. Das ist die Übersichtskarte über die Einheiten. Ja, vorne können wir noch ein paar Fremdreligionen, Religionsleute vertreiben. In Bulopolis und in Amuns Amboss zum Beispiel. Das geht sehr schön über die Inquisition. 25 Punkte kostet es einmal hier. Einmal hier. Ja, wir haben so ein bisschen was weggemacht. Aber wir machen es gleich nochmal. Weil ich wüsste nicht. Einmal hier vorne drauf. Dann die Ingenieurspunkte würde ich gerne ausgeben, um einen weiteren Pionier zu bauen, der hier im Westen. Hier. Da können wir im Augenblick einen Außenposten draufsetzen, auf Sumpf. Ich glaube, das geht. Dann könnten wir die beiden Felder schon mal claimen und gucken, wie es weitergeht. Das wäre mein Vorschlag. Ja? Egal, wie sich das Ganze hier entwickelt, bevor ja irgendwas passiert. Der ist schnell und billig gemacht. Ein Pionier. Hier vorne entsteht er. Davon zieht er hin. Nächste Runde gründet er hier einen Außenposten. Dann können wir vielleicht sogar auf dem Landweg mit einer Straße hier schnell rüberkommen. Ja. Und dann haben wir noch die Diplomatiepunkte, die würde ich gerne ausgeben für einen weiteren Gesandten. Wir haben nämlich im Augenblick keinen beiden Zulu, glaube ich. Dann hatten wir neue strategische Optionen denen gegenüber. Einmal bis hierhin. Einmal einsetzen. Und potenziell auch gegenüber anderen noch. Mal schauen, ob wir irgendeinen Nachbarn haben, bei dem wir auch noch keinen Gesandten haben. Bei den Indern hatten wir einen, genau. Bei den Deutschen haben wir keinen Gesandten. Okay, da könnten wir auch mal einen hinschicken. Kommen wir da hin? Wir müssten durch das Territorium der Inder oder der Zulu durch. Da können wir nicht hin. Die werden uns killen. Könnten versuchen, eine die Küste lang zu ziehen bis zu den Griechen. Bei den Griechen haben wir noch keinen. Das könnten wir versuchen. Ja. Das heißt, wir setzen noch einen Gesandten hier unten hin. Wassern den hier. Und versuchen, den zu den Griechen zu bringen. Und dann bei den Künsten würde ich auch gerne eine Religion boosten. Das geht über Religion verbreiten in fremden Regionen oder religiöse Feste. Bei uns selber mehr Buddhismus machen. Ja, einmal religiöse Feste hier unten. Gleich nochmal. Und dann schauen wir mal, wie es uns hier geht. Und das sollte schön Druck ausüben hier. Einmal religiöse Feste hier vorne nochmal. Bei den Nachbarn geht es nicht. Einmal hier. Okay. So, und eine Runde weiter, bitte. Die Frage ist, ob wir unsere Verbesserungspunkte nutzen wollen. Das wäre nicht doof, denn die sind auf 300 limitiert. Das heißt, wenn wir die jetzt nicht ausgeben, gehen die verloren. Wir könnten mal schauen, was wir noch verbessern können. Hier vorne können wir eine schöne, coole Mine hinsetzen. Ein tiefes Bergwerk, bitte. Mhm. Eine Fischressource auf Vorrat. Fischereiboote oder einen Anlegeplatz durchfüttern für mehr Erkundungspunkte. Wir haben im Augenblick hier unten keinen Bürger tätig. Wir haben einen im Arbeitshaus, der gibt 10 Geld. Den könnte man eventuell abziehen. Den brauchen wir da nicht zwingend. Wir haben etwas zu wenig Nahrung hier im Spiel drin. Susanne, schönen Nachmittag. Und was wir machen könnten, wir könnten irgendwo eine Mühle hinbauen, um Weizen umzuwandeln. Fleisch in der Küche, wir haben leider kein Fleisch vorkommen, wir haben 2 Brot. Oder wir gehen nochmal in noch mehr Produktion rein, denn Nahrung ist nur ein Faktor unter vielen. Wir gucken mal, ob wir, ach komm, wir haben so viel Eisen. Wir wandeln nochmal Eisen um oder wir wandeln die Barren um. Die Barren wandeln wir um in Werkzeug, wenn wir noch irgendwo einen freien Platz haben. Den haben wir im Augenblick nicht. Wir müssten einen Wald. Hier, da vorne können wir einen Eisensucher noch hinschicken. Das wird sich auch lohnen.
Haben wir noch Punkte übrig? Nein. Stell mal einen Eisensucher mit einer Glocke ein, mit einer Meldung. Dann können wir hier vorne noch einmal Eisen generieren. Wald lohnt sich noch nicht wirklich, würde ich nicht machen. Wir könnten hier oben die Plantage hier überbauen oder wir nutzen einen weiteren Erkundungspunkt für noch einen Anlegesteg. Hier vorne zum Beispiel für Schiffe. Hier vorne einen. Ein Anlegeplatz gibt einen Erkundungspunkt. Erkundungspunkte können wir gebrauchen, um mit die Gelehrte einzusetzen. Das machen wir. Ja, Flax kann man überbauen, Raiden the Storm, aber das bringt, glaube ich, fast nur Geld. Flaxöl kann man später für irgendwas einsetzen, aber ich glaube, das geht. Die Flaxölproduktion kommt erst später. Dann schauen wir, wo wir woanders noch vorgehen wollen. Machen wir weiter in Budopolis. Wir können. Ja, wir haben einen Bürger in einem Arbeitshaus, den wir woanders hinschicken können. Der Rest ist eigentlich okay. Finde ich jetzt auch nicht zwingend. Haben wir noch hier vorne. Da können wir eine Mine draufsetzen für die Kohle. Die wird auch bewirtschaftet jetzt. Dann schauen wir, was wir in Memphis tun können. In Memphis haben wir ein Bürger, der im Arbeitshaus arbeitet und 10 Geld gibt, den könnte man woanders einziehen. Aber im Prinzip ist es relativ voll hier. Ne? Werkzeug genug. Wir könnten nochmal Werkzeug herstellen aus diesen Barren. Könnte man nochmal ein Geländefeld überbauen, auch auf die Kosten von 10 Geld. Das wird sich schon lohnen. Dafür brauchten wir irgendwo Platz oder wir nutzen irgendeine coole Ressource. Gold bringt im Augenblick noch nicht so viel, glaube ich. Da vorne steht schon eine Ranch, genau. Wir könnten hier noch so ein Vorkommen von den, noch so ein Wildvorkommen überbauen. Das könnten wir machen, weil die bringen im Augenblick nicht so viel. Ja? Und das überbauen wir dann mit noch einmal Metallarbeit und noch einem Werkzeugschmied für noch mehr Produktion. Und ansonsten, jetzt haben wir 179 Punkte. Gucken wir kurz, was wir in Perserärger eventuell noch verbessern wollen. Hier haben wir einen Bürger in einem Waldgebiet und einen im Graslandgebiet. Die haben beide nicht so viel zu tun. Wir haben sehr viele Baumstämme, die könnte man umwandeln in Papier eventuell und das Papier dann umwandeln in irgendwas. Da war irgendwas mit Forschung dran. Oder gehen in die Produktion rein, die Bücher. Religiöse Texte bekommen wir von woanders her. Wie war das nochmal mit den Büchern und dem Papier? Hier überprüfen wir das mal auf dem Platz hier. Holzarbeit. Sägewerk Papiermacher erzeugt aus einem Stamm ein Papier. Und dann hatten wir, ich glaube, das war bei der Kunst, ne? Schriftgelehrter. Ein Papier in ein Manuskript. Das nimmt so viel Platz weg. Dann müssten wir erstmal ganz viel Wald entfernen. Dann würde ich lieber nachher noch mehr Eisenvorkommen überall reinsetzen auf die Hügel. Das wird sich eher lohnen. Ja, finde ich irgendwie cooler. Finde ich sinnvoller. Würde ich so lassen im Augenblick. Könnten höchstens für noch mehr. Wir haben ein Feld frei da oben. Um die Nahrungsprobleme für immer und ewig zu killen, könnten wir noch eine Mühle irgendwo hinsetzen. Zwei Fleisch, das ist es. Eine Küche. Eine Küche. Das können wir machen. Zwei Fleisch. Dann haben wir die Nahrungsprobleme hier endgültig weg in der Stadt. Hier drauf. Einmal kochen und einmal zwei Fleisch umwandeln in zwei Delikatessen. Unmengen an Nahrung. Luxus gibt es auch noch. Und es gibt ein wenig Produktion. Das ist die Presse. Wir sprachen eben über das Flachsöl. Flachs kann in Nahrung und Geld umgewandelt werden, Speiseöl. Brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Wir machen die Küche.
Sehr schön. Das war's jetzt erstmal. Und eine Runde weiter. Nee, ein paar Einheiten noch mal kurz zu bestätigen. Und jetzt eine Runde weiter. Im Chat werde ich immer wieder von Leuten, die in jetzt und in den nächsten Stunden reinkommen, gefragt nach meiner Meinung zum Spiel. Die sage ich ja sehr oft und viel, aber zwischendurch will ich auch ein bisschen zocken. Deshalb gerne nochmal der Hinweis auf meine Mini-Preview, die ich bei Games Planet über das Spiel geschrieben habe. Link darauf bitte einmal posten. Im Chat nochmal auf Twitch. Und ich habe gerade auch vor wenigen Minuten auf Patreon einen Audio-Podcast veröffentlicht, 12 Minuten lang, wo ich auch so skizziere, für welche Art von Spieler das Spiel gut und gefällig ist und interessant und für welchen Spielertyp nicht. Die Römer erklären uns die Feindseligkeiten. Die Perser nehmen das an mit Religionenwechsel. Von wegen Krieg. Damit ist die Kriegsgeschichte weg. Und die Leute, die haben alles umsonst hin und her geschickt. Die haben nachgegeben. Und das bedeutet auch, dass wir 3 Runden lang keine Aktion mehr machen können. Das ist ja schreiend komisch. Und wir haben weiterhin die offenen Grenzen. Das ist echt witzig. Ich glaube, viel mehr können wir gar nicht machen, ne? Ich glaube, es gibt keine Abkürzung zum Krieg hier irgendwie. Wir könnten höchstens, falls die Stadt fällt, den Zulu aus dem Nichts heraus den Krieg erklären. Oder auch eine Forderung stellen, die ablehnen. Aber die sind die Big Bosse hier. Ne? Arbela nach der Eroberung wird die Arbela nur noch halb so viele Bürger haben. Darauf könnten wir spekulieren. Wir haben ja nur wenig gemeinsame Grenzen. Wir haben Luxor und Arbela. Und hier sind ein paar Kleinstädte. Aber die sind natürlich verdammt stark, ne? Münzen von Persien fordern. Ja, geht auch frühestens in 3 Runden, ne? Wir gründen erstmal hier den Außenposten. Da ist er. Jetzt haben wir hier noch ein paar Straßen. Ah, hier ist... Hat die Straße funktioniert? Ich glaube ja. Und aus dem Außenposten machen wir eine Burg. Burg hat, glaube ich, auch selber Basisverteidiger. Ja. Hat leider ein paar Ingenieurspunkte gekostet. Ja, ich bin ein bisschen schüchtern jetzt davor, alle Grenzen hier komplett zu räumen. Ja, wirklich hier. Das sind die. Wir gucken mal, wie die Technologe stehen, die Zulu. 2 Anführer in einer Armee, das ist wenig clever. Spießträger, die haben wir auch, Arkebusiere und Musketen. Technologisch sind die auf unserem Level. Drakoner, Arkebuse, Ritter. Wir könnten darauf hoffen, dass wir die einzeln stellen und killen können und dass die dann nicht flüchten, wenn die keine Moral mehr haben. Ja, um Luxor, wir haben keine Belagerungswaffen, die könnte man allerdings noch bauen. Aber das ist mir alles zu sehr auf Chaos gestrickt hier. Denn wenn uns parallel die Inder angreifen mit den entblößten Grenzen, also die Perser so ein wehrloses Opfer angreifen gerne. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das hier machen sollten, in der Kurzfassung. Wir schauen mal, ob es irgendwo Unruhen gibt mittlerweile. Hier vorne ja, plus 6, 5, 6. Dann so könnten wir hier noch eine Truppe reinschicken. Kavallerie ist flink. Nächste Runde plus 2, 5, 6. Wir parken nochmal einen hier. Hier vorne. Plus 4, 1, 1. Das ist jetzt nahezu plus minus null. In Bulopolis. Minuswert. Das ist okay. Und in Amuns Amboss haben wir eh eine dicke Truppe. Das müssen wir erst gar nicht überprüfen. Hallo an alle.
Das können wir auch machen, Pike for Chill. Wir können den irgendwo eine Stadt wegnehmen und dann klicken auf Waffenstillstand mit unseren Kultursachen. Alle Kriege sind sofort beendet. Das wäre Trick 17. Das könnten wir machen, ja. Dann müssten wir allerdings irgendeine dicke, fette Stadt uns ausgucken und auch einen Überraschungsangriff. Und aber irgendwann ist der Waffenstillstand hier vorbei. Die müssen wir dann auch halten können, ne? Also Luxor ist eine langweilige Beute. Das wäre eine coole Beute. Vielleicht erobern die ja noch. Hier noch ein bisschen weiterziehen. Wir suchen eine Stadt, die ein schönes Ziel wäre, um einen Händler unterzubringen und eine Runde weiter. So viel wir zu, wir spielen friedlich. Ja, im Prinzip ja. Zwischendurch denke ich immer, Mensch, Chat wünscht sich auch ganz oft irgendwelche Angriffe. Also für die Integration wäre eigentlich eine coole Stadt sehr schön. Innovation, Innovationsevent, 900 Geld. Oder, weil immer mehr unsere Religion sich ausdehnt, Priester aus Ägypten möchten Ortschaften an der Grenze erkunden und Wissen mit ihnen austauschen. Event Missionare. Vier Glaube in jeder Region. Das Bedürfnis, vier Glaube in jeder Religion obendrauf gelegt. Gratis, das ist ja top. Das ist ja oberstark. Das haben jetzt überall hier immer vier Glauben drauf. Ich glaube ja, ne? Vielleicht wird das nachher erst angezeigt. Ich weiß nicht, aber das ist auf jeden Fall sehr stark. Schauen, ob wir hier noch was Spannendes entdecken. Leider bislang nicht. Fluri, danke fürs dritte Abo. Hi Fluri. Tommy, danke fürs 17. Eine Runde weiter wieder. Ja.